ein ferngesteuertes, tieftauchendes Unterwasserfahrzeug, was für uns halt verschiedene Probenahmen, Dokumentationen, Messungen durchführen muss, mit dem wir diese Arbeiten halt durchführen am Meeresboden und insbesondere dort arbeiten kann, wo man mit dem Schiff nicht hinkommt. Sprich, man muss spezielle Bereiche am Meeresboden anfahren, anfliegen können und dort sehr präzise Messungen vornehmen, zum Beispiel an Gasaustritten oder an hydrothermalen Heißwasseraustritten oder auch nur am Sediment, wo sehr genaue Messungen an der Sedimentwassergrenze zum Beispiel notwendig sind. Checkst du bitte, ob alle Erdungskabel am Fahrzeug, an der Winde, am Kontrollvan und am Schiff installiert sind? Ja, einen kleinen Moment bitte. Tiefensensor ist da. Das DVL ist da und 6-4 Kompass ist auch da. So, die Kameras sind auch da. Gut, Kameras sind auch da. Ab einer Tiefe von 500, 600 Metern ist dann überhaupt kein Licht mehr. Und man braucht natürlich sehr viel Licht, gerade für die hochauflösenden Kameras. Wir haben also 2,4 Kilowatt Lichtleistung auf dem Fahrzeug aus LED-Lampen, aus Bogenentladungslampen, aus Halogenlampen, um die Szenerie zu beleuchten. Ja. Kann losgehen. Lashings los! Ja. Gut, geht los. Und raus den Helm. Fahrzeug im Teller geht raus. So, Fahrzeug außen Bord. Klar für High Power. Okay, High Power is coming up now. So, ihr seid soweit? Wir sind soweit. Ja, wenn dann jetzt. Günther 4! Fahrzeug geht ins Wasser, ihr seid. Lashing mitkommen! Anna los, Lashing los! Lashing los, ja. Lashing los! Los den Lashing! So, Winde hieven! Winde hieven! Ist egal jetzt! Winde hieven! So, Fahrzeug ist frei. Bisschen eindrehen nach Steuerbord. In dem internationalen Ocean Drilling Projekt wurde mit einem Bohrschiff 1000 Meter tiefe Bohrungen hier durchgeführt und in diese Bohrlöcher wurden dann Messinstrumente installiert, die dann Veränderungen registriert haben und mussten dann jedes Jahr musste ein Tauchroboter hierher, um die Batterien auszuwechseln, die Daten auszulesen. Und jetzt haben wir versucht, auf dieser Expedition das wieder neu zu bestücken mit Messgeräten und auch Batterien. Man sieht hier schon, dass das nicht mehr intakt ist, dass das durch diese starken Erschütterungen des Erdbebens dann versetzt wurde, dieser bestimmt eine Tonne schwerer Trichter, der ist aus diesem Cone hier rausgerutscht und liegt jetzt hier auf der Seite, wäre wahrscheinlich auf den Meeresboden gefallen, wenn nicht in der Mitte noch ein dickes Rohr ihn festhält auf dieser Position. But I think it's quite valuable information for you. Yeah, very valuable information. Yeah, many thanks for you.